Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Ich möchte heute mit euch ein Spekulatius-Dessert machen. Und zwar zählt dieses Rezept schon zu meinen ersten weihnachtlichen Rezepten auf meinem Blog und natürlich auch hier auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig darauf, denn ich liebe Spekulatius und auch die Weihnachtszeit. Es ist ein ganz schnelles Dessert und ja, ich zeige euch mal, wie es geht. Wir benötigen 10 Spekulatius, Kirschen aus dem Glas, da habe ich etwa ein halbes Glas genommen, 250 Gramm Speisequark, 300 Gramm Naturjoghurt, etwas Zimt, ein Päckchen Vanillezucker, 2 bis 3 Esslöffel Honig und 100 Milliliter Milch. Als erstes fangen wir jetzt mit den Spekulatius an und wir machen sie jetzt in den Thermomix. Dann nehmen wir jetzt 10 Stück. Da zerkleinern wir sie jetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn man jetzt keinen Thermomix hat, kann man es natürlich auch mit einem Nudelholz machen. Und zwar habe ich einen Gefrierbeutel genommen, 3 Liter, habe den jetzt aufgeschnitten und gebe da jetzt den Deckel drauf. Also unbedingt durchschneiden, weil sonst kriegt man den Deckel nicht mehr drauf. Und jetzt kann ich mir nämlich den Messbecher sparen und dadurch kommen halt diese ganzen Krümel von den Keksen nicht in das Gummi und an den Deckel, da muss ich nachher nicht so viel sauber machen. Und wir zerkleinern das jetzt erstmal so 20 Sekunden auf Stufe 4. So, seht ihr auf jeden Fall, dass der Deckel ganz sauber geblieben ist. Kann ich nämlich den Beutel einfach runternehmen. Und jetzt sieht man halt diese groben Stücke. Und jetzt können wir es erstmal an die Seite stellen und machen jetzt auf jeden Fall mit der Creme erstmal weiter. Dafür brauchen wir 250 Gramm Speisequark. Und zwar ist das die Magerstufe. Also auch ein bisschen Fett reduziert. Dann brauchen wir Naturjoghurt, das ist jetzt 3,8%iger, zwar 300 Gramm. Dann nehmen wir so 2 bis 3 Esslöffel Honig, das muss man einfach mal abschmecken, ob einem das süß genug ist. 1, 2, 3. Dann noch ein Päckchen Vanillezucker. Und auch noch etwas Zimt. Das muss man nicht machen, aber dann schmeckt das noch ein bisschen weihnachtlicher. Ich mag das sehr gerne. Und dann gebe ich jetzt etwa die Hälfte der Milch schon mal dazu, also so 50 Milliliter. Und jetzt einfach mal verrühren, dass man halt eine schöne Konsistenz bekommt. Ich glaube, das mache ich jetzt doch noch mal mit dem Schneebesen. Dann ist das nämlich doch noch ein bisschen cremiger. Also die restliche Milch brauche ich jetzt gar nicht mehr. Also mir ist das jetzt schon flüssig genug. Ich schmecke das jetzt einmal ab, ob wir jetzt noch ein bisschen Honig brauchen. Ja, also für mich ist das auf jeden Fall perfekt. Ich habe jetzt auch nur 3 Esslöffel. Ja, und dann können wir es auch schon anrichten. Ich richte die Creme jetzt in einem Weckglas an. Und zwar sind das 290 Milliliter. Als erstes kommen unten ein paar Sauerkirschen rein. Das kann man auch mit anderem Obst machen, zum Beispiel Williams Christbirne stelle ich mir sehr lecker vor. Oder vielleicht auch mit Ananas oder eben auch mit Mandarinen. Dann kommt die Creme darüber. Mache ich jetzt 3 Esslöffel.
Dann kommen die kleinen Spekulatiusstücke oben drauf. Dann kommen wieder ein paar Kirschen. Und nochmal der Joghurt bzw. die Creme. Du hast so viel, dass es oben halt einfach verschlossen ist und man keine Kirschen mehr sieht. Dann kommen oben drüber noch ein paar Spekulatius. Und auch noch eine Kirsche in die Mitte. Und man könnte jetzt auch noch Spekulatius nehmen. Ein Stückchen hier reinstecken. So sieht dann das erste Dessert aus. Und das mache ich jetzt mit den restlichen auch noch. Und so sieht das fertige Dessert nun aus. Mein Dessert ist jetzt fertig und wie ihr sehen konntet, ging es wirklich richtig schnell. Und ihr könnt natürlich in der Füllung variieren, so wie ich es ja auch schon gesagt habe, wenn ihr zum Beispiel Lust habt auf Williams Crispbeeren oder auf Mandarinen etc. Natürlich könnt ihr da natürlich auch noch selber kreativ werden und vielleicht auch frische Früchte nehmen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mein Dessert nachmacht und es euch genauso gut schmeckt wie mir. Ihr könnt mir gerne auch immer ein Bild posten, vielleicht auch auf Instagram. Benutzt doch einfach den Hashtag elegantkochen, dann sehe ich das natürlich auch. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!